Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über das Thema Aktionen sprechen. Warum sind die sinnvoll? Wie sollte man eine Aktion im besten Falle aufsetzen? Dabei schon mal viel Spaß. Vergiss nicht, uns ein Like und ein Abo dazulassen. Dann verpasst du auf jeden Fall nichts mehr. Und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico Becker nach wie vor und ich bin bei uns bei der A&M für das Thema Kundenbetreuung zuständig. Ich möchte heute ein bisschen über das Thema Aktion sprechen, weil ich kriege das natürlich in den Kundengesprächen immer wieder mit. Wir wollen eigentlich keine Aktion machen, Aktionen sind unseriös, ich will meine Preise nicht verschleudern und. Aber tatsächlich ist es so, eine Aktion, wenn man sie richtig umsetzt, kann für dich wirklich ein richtiger Umsatzbooster sein. So. Und dafür muss man einfach vielleicht mal so ein paar Begrifflichkeiten gerade ziehen oder auch überhaupt mal dahinter steigen, was ist eine gute Aktion, was macht eine gute Aktion aus und wie solltest du die für dich umsetzen. Weil was wir bei der A&M tatsächlich gar nicht so häufig machen, ist jetzt große Rabatte rauszugeben. So ist natürlich eine schöne Sache, damit kann man auch viele Leads generieren, aber es ist natürlich aus der Sicht jetzt unseres Partners, aus deiner Sicht, nicht die beste Situation, wenn man nicht immer die Möglichkeit hat, die Preise draufzuschlagen, muss man was von der Marge hängen lassen und ja, macht nicht so viel Sinn. Das heißt, was unsere Erfahrung ist, was eine gute Aktion ausmacht, sie muss in erster Linie für den Kunden nachvollziehbar sein. Das heißt, der Kunde auf der anderen Seite der Werbeanzeige, wenn er die Aktion liest, darf nicht das Gefühl haben, dass die so aus den Fingern gezogen ist, sondern es muss einen Grund für diese Aktion geben. Das kann von mir aus sein Jubiläum, aber was du mit Sicherheit schon mal gesehen hast, was wir auch sehr gerne umsetzen, ist eine sogenannte Referenzkundenaktion. So versteht, glaube ich, jeder Nutzer da draußen, dass jedes Unternehmen Referenzen braucht. Und für dich ist es einfach schön zu sagen, hey, ich brauche 10 Referenzkunden und dafür bekommt jeder Referenzkunde von mir XYZ Vorteile. So. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt. Das, was ich gerade als Vorteile beschrieben habe, das ist also der Grund, warum der Kunde letzten Endes auf die Aktion klickt, das musst du gar nicht so haargenau definieren. Das heißt, wir sagen sehr gerne zum Beispiel einmalige Konditionen, einmalige Vorteile, einmalige Preisvorteile. Also wir sagen nicht 10% oder 20% oder XYZ, sondern einmalige Konditionen von mir aus. So. Und das Schöne ist an dieser Aktion, du hast sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, weil die Leute sind auch ein bisschen neugierig, was heißt das jetzt genau für mich? Und du hast dadurch deutlich weniger Bringschuld in deinem Vertrieb. Ja, das heißt, die Leute, wenn sie zu dir kommen, haben natürlich im Kopf, okay, ich bin jetzt Referenzkunde, ich kriege einmalige Vorteile. Sie werden dich wahrscheinlich fragen, was bedeutet das für mich? Und du kannst in dem Gespräch darauf eingehen, okay, wie könnte sowas aussehen oder was ist für den Kunden relevant? Merkst du vielleicht, okay, die Person ist vielleicht wirklich ein bisschen knapp bei Kasse, dann kann man über ins Konto oder sowas nachdenken. Merkst du aber vielleicht, die Person legt viel mehr Wert auf andere Dinge, dann kann man in diese Richtung gehen. Ja, das heißt, das ist so ein klassisches Beispiel von einer Aktion, wie wir sie zum Beispiel sehr gerne mit unseren Partnern umsetzen. Eine Sache will ich noch zu einer Aktion sagen, weil das verstehen auch viele von unseren Partnern manchmal gar nicht so richtig. Die Aktion, wenn wir sie schalten oder wenn du sie schaltest, die hat gar nicht so sehr den Sinn und Zweck, jetzt das Endprodukt direkt zu verkaufen. Also es geht nicht darum, mit dieser Aktion die Küche zu verkaufen, Konditionen quasi zu geben, zu denen die Person die Küche nehmen muss, sondern es geht darum, wie auf jeder Werbeanzeige, den nächsten Schritt, den Klick zu verkaufen, die Eintragung zu verkaufen. So, und jetzt musst du dich in die Lage des Nutzers versetzen. So, der sieht meinetwegen deine Küchenwerbung. Sehr wahrscheinlich wird er dann auch andere Küchenwerbung sehen, also einfach bedingt durch den Algorithmus bei Facebook, kriegt er vielleicht noch ABC andere Küchenwerbung. So. Und jetzt ist es so, die Person, die diese Werbung sieht, die kann ja gar keine Ahnung haben, was du hintenrum für einen Job machst. Ist der besser, ist der schlechter? Sie hat ja noch nie mit dir gesprochen, einfach gesagt. Und bei unseren meisten Partnern ist es tatsächlich so, dass die Kaufentscheidung ganz stark durch die Beratung einfach beeinflusst wird. Das heißt, einfach durch guten Service, durch Fachexpertise in der Beratung. Nur das Blöde, das Schlechte ist einfach, zu dem Punkt kommt es ja gar nicht, wenn die Person nicht auf die Werbung klickt. Das heißt, augenscheinlich ist es so, dass die ganze Dienstleistung auf der Werbeanzeige attraktiver ist, weil es eben eine Aktion gibt. Das heißt, die Person ist eher gewillt, dorthin zu klicken, weil dort bekomme ich ja erstmal mehr Scheiben. So, wie gesagt, die Person kann nicht entscheiden, ob da am Ende des Tages eine bessere Beratung hintersteht. Das heißt, überleg für dich auf jeden Fall mal, okay, die Aktion soll nur den Klick verkaufen. Sie soll nur dir die Möglichkeit verkaufen, den Kunden zu beraten, weil dort entsteht Mehrwert. Ja, dort wird das meiste Budget beim Kunden frei im Kopf, wenn die Beratung gut ist und das Budget grundsätzlich vorhanden ist. Dann ist es wirklich die Beratung am Ende des Tages, wenn sie gut gemacht wird. So, und das ist auch genau der Grund, warum wir empfehlen, auf jeden Fall Aktionen zu machen, wenn es möglich ist. Die Aktion muss nicht reißerisch sein, sie muss auf jeden Fall auch nicht deinen Ruf kaputt machen. Also auch da gibt es natürlich genügend schlechte Beispiele, aber wir haben da einige Vorlagen, bei denen das nicht der Fall ist. Und wenn man das so richtig umsetzt, dann kann eine Aktion, wie gesagt, für dich ganz, ganz viel Umsatz mit sich bringen.
Weil wenn du der Meinung bist für dich, dass du eine bessere Beratung hast als der Rest da draußen im Markt, dann musst du den Leuten die Chance geben und das Ganze auch genießen, in Anspruch zu nehmen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn die Person auch initial auf deine Werbung klickt. Ansonsten ja, wirst du mit der Person nicht ins Gespräch kommen und wirst vielleicht gegen andere größere Möbelhäuser oder vielleicht gegen Baumarktwerbeanzeigen im ersten Moment den Kampf verlieren, weil einfach die Aufmerksamkeit auf diese Aktion liegt. Das heißt, denk da gerne mal ein bisschen über diesen Weg drüber nach, einfach aus Sicht des Kunden und wie auch Kundenmehrwert letzten Endes entsteht. Das passiert nicht alles auf der Werbeanzeige, sondern natürlich danach im Beratungsgespräch. Wenn du für dich aber wissen möchtest, wie so eine Aktion aussehen kann oder was gute Beispiele von Aktionen sind, wie gesagt, wir haben davon Hunderttausende, würde ich jetzt einfach mal sagen, dann komm gerne auf uns zu. Wir können dir da wahrscheinlich die beste Beratung geben, die du im deutschsprachigen Raum bekommen kannst und können dir da sehr genau weiterhelfen, was jetzt für deine Situation einfach die beste Lösung ist. Besuche unsere Homepage, gib uns da gerne einen Kommentar in diesen Videosektionen. Ansonsten viel Spaß bei den nächsten Videos und ich würde sagen, bis dahin.